Bist du zufrieden? Wasabi und ganz viel anderes Sushi. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Ihr feiert unsere Real Food Videos so sehr, ja, dass wir uns überlegt haben, dass wir noch eine Version für euch drehen. Und zwar ist es diesmal die Real Food versus Restaurant Food Challenge. Wir gehen in verschiedene Restaurants oder Geschäfte und gucken mal, was wir dort für Essen kriegen. Mhm. Wir haben immer Gummiessen dabei, ja, und nur einer von uns beiden darf das echte Essen essen. Der andere muss das Gummiessen essen. Wir gucken mal, wie sich das alles so ergibt. Und zwar werden wir das mit Schere, Stein, Papier jedes Mal entscheiden. Für uns geht es jetzt nämlich auch gleich schon mal los. Die erste Challenge findet im IKEA statt. Wir fahren jetzt in den IKEA. Ja. Da gibt es nämlich Hot Dogs und da werdet ihr mal sehen. Da geht's los. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt mal auf die Socken. Wir machen eine Challenge für euch. Schafft ihr es? 10 Sekunden gehen. Dann nochmal schlagen, die Glocken zu schalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt, was euer Lieblingsessen in die Kommentare. Also schreibt in die Kommentare, was euer Lieblingsessen ist. Wenn ihr nicht schreibt, dann macht euer Lieblingsessen-Emoji in die Kommentare. So machen wir das. So, und wir düsen jetzt los. Ja. Jawohl, ja. Wir sind jetzt hier bei dem Hotdog-Stand angekommen und laufen erstmal hin und bestellen unsere Hotdogs. Hier muss man wie so durch ein Labyrinth durch. Und schaut mal, Ava hat auch ihre Annabelle dabei. Und hier ist da unser IKEA-Hotdog, noch unbelegt, denn Ava würde den anders belegen als ich, je nachdem, wer den jetzt gewinnt. Und dann haben wir hier den Gummi-Hotdog. Schere, Stein, Papier. Ha! Ha! Du kriegst den Hotdog. Bitteschön. Ja, und ich kriege den Hotdog auch mal. Lecker. Ich habe eigentlich richtig Hunger. Jetzt muss ich hier so ein Gummizeug essen. Ich habe auch richtig Hunger. Ich habe Brot essen. Ja, das ist gut. Ob ich den hier jemals rauskriege? Mmh. Sehr süß. Meiner, mehr. Lecker. Wir sind frühstücken und wir müssen natürlich wieder entscheiden, wer das echte Essen bekommt, wer das Gummiessen bekommt. Wir haben hier einmal ein komplettes Frühstücksset als Gummiessen. Ich hole euch das auch mal raus, damit ihr das genau sehen könnt. Das sieht so lecker aus. Okay. Meinst du? Ja. Oh, ich krieg's gar nicht raus. Hier ist es. Wir haben Eier, wir haben Bohnen, wir haben Speck und wir haben ein Würstchen. Sogar mehr als hier auf dem Teller mit unserem echten Essen. Da haben wir nämlich nur Eier und Speck. Und jetzt müssen wir natürlich entscheiden, mit Schere, Stein, Papier, wer das echte Essen kriegt und wer das Gummiessen kriegt. Ja. Wer gewonnen hat. Okay. Schere, Stein, Papier. Ich krieg das Gummiessen. Oh, hast du es gut. Okay, dann einmal. Warte, du darfst den unteren Teller behalten. Danke. Jetzt hast du frei. Und uns fehlt Besteck. Und so sieht Avas Gummiessen jetzt auf dem Teller aus. Ich glaube, das ist Marshmallow. Meinst du, das ist ein Marshmallow? Ja. Ja? Wer weiß. Mein Essen sieht natürlich jetzt auch nicht schlecht aus, aber lange nicht so gut wie Avas. Danke. So, na denn, wollen wir mal reinhauen, ne? Ich glaube, das kannst du nicht schneiden, das musst du so einfach abbeißen. Mmh. Sehr gut. Und was möchtest du noch? Eine Bohne. Sehr gut. Und wie schmecken die? Darf ich mal probieren? Nee? Okay. Ja? Nur die Bohnen. Nur die Bohnen. Mmh. Wir sind wieder unterwegs für eine neue Runde unseres Restaurant-Essens versus Gummifood-Essen. Und wo geht's diesmal hin? Sushi!
Und wir haben natürlich unser Gummifood dabei. Ja, mal gucken. Wir machen dann wieder Schere, Stein, Papier. Ja. Aber erstmal müssen wir dahin fahren. Die Ava sitzt blöderweise dieses Mal hinter mir. Und das ist schwierig, dich dann mit aufs Bild zu kriegen. Ich bin bereit für meinen Chopsticks. Den haben wir gerade bestellt. Und jetzt müssen wir warten und dann machen wir Schere, Stein, Papier. Oh. Hier ist das Essen. Hier ist das Sushi. Da ist das andere Sushi. Lecker. Und eine Ava. So sieht das aus. Jawohl. Aber jetzt muss nur noch Schere, Stein, Papier machen. Schere, Stein, Papier. Ah, dieses Mal kriegt die Ava das Gummiessen und ich das echte Essen. Und ich nehme mir als erstes ein Zwiebel. Na, bitte, mein Schatz. Warum sind die heiß? Keine Ahnung. Das mit dem Gummiessen ist immer so ein bisschen Hickenmist, ne? Aber wir hauen jetzt rein, wir lassen es uns schmecken. Mhm. Bist du zufrieden? Super. Das ist auch so Wasabi. Wasabi und ganz viel anderes Sushi. Und diese Dinger sollen, glaube ich, Stäbchen sein. Ach, das sollen auch Stäbchen sein. Stimmt, wie witzig. Aber mit ihnen. Ja, ein bisschen wabbelig. Ava und Ian klettern jetzt noch den Zucker vom Sushi ab. Ava, wie war eigentlich dein Sushi? Super. Ich bin so froh. Oh yeah. Wir haben heute Abend meine Familie da und machen aber trotzdem unsere Gummy Food vs. Real Food Challenge. Amy! Hallo! Hallo, komm mal her, mein Schatz! Gleich. Wir wollen doch erstmal zeigen. Hier haben wir eine Salami-Pizza und hier haben wir eine Candy-Pizza. Genau, Reis auf. Wie sieht die denn aus? Interessant. Sehr interessant. Okay. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh, okay, dann krieg ich eine. Oh Mann. Oh, na dann, hau mal rein. Guten Appetit. Dankeschön. Oh Mann. Ich will nur gerade schauen, was ich hiervon nehme. Ich glaube, so eine kleine Mini-Pizza. Ja, nehmen wir eine kleine Mini-Pizza. Ja? Okay. Nehme ich diese Schnüre. Okay. Wir sind hier bei McDonald's. Und wir machen unsere nächste Runde von Restaurant Food vs. Real Food. Ja. Avas Papa holt gerade das Essen. Mhm. Und wir machen jetzt Schere, Stein, Papier. Ja. Der gewinnt, kriegt das echte Essen. Aha. Okay. Hier ist mein Essen. Oh. Hier ist mein Happy Meal. Und was hast du? Ich habe Cola, ein Hamburger und Pommes. Darf ich mal richtig zeigen? Ja. Wir haben heute einen Kameramann dabei. Wie ist es? Na dann, da ist ein Sticker oben drauf. Warte, den müssen wir erst abmachen. Ja, so, und jetzt kannst du mal alles rausholen und ich hole mal bei mir raus. Oh, schaut mal, ich habe Pommes. Mayo, Ketchup. Oh, was jetzt? Ach, guck mal, wie süß, du hast auch so einen Pommeshalter. Hier ist mein Pommeshalter. Ich brauche mal hier eine. Ich habe auch einen Burger. Und ein Barbecue-Sauce? Soll ich dir helfen? Ja, will ich dir jetzt lernen. Schaut mal, so sieht Avas Burger aus. Ich kann sehr unordentlich. Ja, zeig mal. Ich bin gerade raus. Richtig krass. Lass dir deine Cola schmecken. Dann nehme ich auch noch. Da. Oh, Ava hat Cola. Ich habe Fanta. Ich muss mir meine Fanta stecken. Das kann ich natürlich nicht machen. Das kann ich nicht so machen. Oh Gott, hier geht's.
hier sind unsere Pommes und hier ist Avas Burger. Ja. Oh, Entschuldigung. Deiner. Hier ist mein Burger und einmal reinbeißen. Du darfst nicht nur ins Plastik beißen. Und wer schmeckt am besten? Meiner. Du denkst deiner? Meiner hat aber keine Gummibärchen drin. Leider. Nein, ich esse mehr. Die Pommes? Nein, die passt nicht. Eva wollte sich eine Pommes durch ihre Zahnlücke schieben. Passt die nicht durch? Schade. Lecker. Wir haben gegessen. Eva hat wahrscheinlich jetzt das absolute Zucker hoch. Aha. Wir hoffen, dass euch unsere Restaurant Food vs. Real Food Challenge gefallen hat. Wir hatten auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ja. Wir würden uns über einen Daumen hoch. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, sodass ihr nichts mehr verpasst. Schaltet die Glocke an. Ding, ding. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn es neue Videos gibt. Und wir sehen euch dann beim nächsten Mal.